Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Bayonetta 2 und ich war in der Pause kurz mal hier in Rodin's Shop und war auch kurz davor, mir neue Kombos zu kaufen, aber dann dachte ich mir, nee, ich spare mal lieber weiter auf die Waffe, auf die neue, die wir ja gefunden haben, also folgen wir jetzt einfach mal Loki weiter, der uns noch immer irgendwo hinführen will, nur wohin ist die Frage? Das ist mal die Frage. Aber vorher, ey, kann die Kisten nicht kaputt machen. Das finde ich jetzt aber ein bisschen beschissen. Naja, so, wo ist denn der Kleine jetzt? Jetzt echt mal, wo ist denn der? Kann ich hier ins Wasser? Ja, kann ich. Und da ist sogar was. Na, nur gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. So, mach auf. Ein paar Halos, auch schön. Wobei ein bisschen Heilung auch nicht schlecht wäre. Ich möchte nur ungern einen von meinen Kräuterlutschern verschwenden. So, das Sackgasse. Na, dann mal hier weiter. Ach, da bist du. Ja, ja, ich komme ja schon. Mach du mal keinen Stress. Ach, jetzt geht das wieder los. Na dann, weiter, Freundchen. Oh shit. Wo bin ich? What? Sure, just because you asked, tall, dark and ugly, that makes total sense. Aha. Oh shit, ey. Wie soll ich den jetzt treffen da oben? Ja, so kann ich ihn treffen. Zumindest mal ein bisschen. Ja, das macht aber nicht viel. Oh oh. Da ist meine Plattform mal wieder ein bisschen kleiner geworden. Ach, jetzt fängt er wieder damit an. So. Fuck, ich komm mal. Ah, shit. Ich muss das Ganze echt mal ein bisschen besser machen, ne? Fuck, ey. Lass das Scheiß mit dem Eis. Das macht nicht viel Schaden. Das finde ich auch nicht cool. Komm. Ja, machen wir mal so. Ja, das hat mal ein bisschen Schaden gemacht. Oh, shit. Puh, wo bin ich denn? Och, du heilige Scheiße. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Ja, so close, hä? Aber nicht close genug. Sack. Ja, Mann, ey. Fuck. Zurzeit komme ich nicht so wirklich auf den Typen klar. Ha, aber das hat gereicht. So, mal den ersten Lebensbalken zumindest mal weg. Ach, jetzt kommt wieder fucking Eis. Oh. Na, schön langsam geht's aber mal. So langsam. Was kommt jetzt? Oh. Na, da haben wir mal wieder mit dem Umbra drauf. Ah. Oh, das trifft sogar. Oh, shit. Der holt aber trotzdem noch raus. Ich stehe genau mittendrin. Ist das gut? Ich weiß es nicht. So, oh, du heilige Scheiße, ey. Ja, ich komme wieder mit seinem Eis an. So. Oh, fuck, das Teil macht aber wirklich mal Schaden. Das sollte ich vielleicht öfters einsetzen, wobei so oft kann ich es. Ah, shit. Ich wollte nur sagen, so oft kann ich es nicht einsetzen. Da geht vielleicht noch ein Schlag. Ah, scheiße. Na komm schon. Einmal nur noch. Oh, die Waffe ist kaputt.
So, sollte es jetzt aber sein. Ja. Wir machen uns mal wieder nackig. Was denn sonst? Nur Bronze? Na gut. Habe ich verdient. Ich habe ganz schön viel Schaden eingesteckt in den Kampf. War nicht so krass gut. What the hell are you doing? Let go of me! So, little one, what's all this sovereign business about? Not a clue, love. Oi! Well, whatever. If your sovereignness is going to get in my way, our deal is over. And if we're going to have to meet any more of your friends, you'd better learn to take care of yourself. I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. More tricks, little magician. Maybe you've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. There. That is the one, is it not? Yes. I will never forget that face. Okili dokili. Wieder mal ein Kapitel abgeschlossen, wie es aussieht. Und ich habe anscheinend irgendwie zwei Sachen übersehen. Das werden wahrscheinlich wieder Portale gewesen sein, aber naja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Kohle ich habe. Wollte nur wissen, ob ich mir die Waffe leisten kann. Ja. Die stärksten der Umbra. Was bringt mir das? Ich habe keinen Plan. Und es wird mir auch nicht gesagt. What? Ein geheimer Pfad, der von einer Kapitelauswahl direkt ins Runde Tor zur Hölle führt, hat sich aufgetan. Er wird dir bei deinen Abenteuern sicherlich äußerst nützlich sein. Na, das glaube ich doch gerne. Und wo ist der geheime Pfad? Zu Rodin? Hier geht ja auch noch eine Linie nach links unten. Aber die kann ich noch nicht gehen. Hm. Naja. Was soll's. Oh, Shop, da ist er. Und ich habe genug für die neue Waffe. Sehr schön. Sehr nice. Die wird dann gleich mal gekauft. Ich hoffe nur mal, dass ich jetzt da ein neues Kapitel startet, auch meine HP wieder auffüllen. What's your pleasure? Ja, what's your pleasure? Natürlich Waffen. So, die Rakshasa. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel übrig. Was soll's, ich will's haben. So, danke. Und das war's dann auch schon wieder. Mit 400 kann ich mir nichts mehr leisten. Na gut, vielleicht ging sich... Nee, Quatsch, die Lutscher sind auch teurer. Da geht sich gar nichts mehr aus. Aber ich finde es ehrlich gesagt zumindest schon mal schön, dass sich meine Theorie vom Anfang als wahr bestätigt hat, dass Loki auch das kleine Eichhörnchen ist. Wobei, das wird, glaube ich, eher als Flughörnchen bezeichnet. Was soll's. Weiter geht's. Hui. So, jetzt muss ich mir die Waffen natürlich nur noch ausrüsten. Scheiße, das hätte ich auch gleich machen können. Ah. Naja, was soll's. Müssen wir halt warten, bis die Ladesequenz endlich mal vorüber ist. Frage mich auch ehrlich gesagt gerade jetzt, wer eigentlich die zwei anderen Typen sind, die uns hier beobachten. Denn irgendwie kommt mir das so vor mit dem Typen, der die Maske aufhat, dass das irgendwie aus dem ersten Teil ist. Nur wer? Zumindest mal nicht er. So, our fates and our paths cross once again. Whoa! Bingo. Woo-hoo!
Fleur de la Reine. Made of Nerine, also known as Diamond Lilies, I think. The name Nerine is derived from the Nereids, or sea nymphs. Quite appropriate for this city. Luca? Will you quit calling me that? I'm not a pet or a cat. Oh, wait, you said Luca. Not used to that. How are you, Bayonetta? No matter where I am, you always know how to make an entrance. Nice glasses. Oh, these? Rodan has a soft spot for Shinshu sake from Japan. It was an easy trade to get him to make these for me. And don't get it twisted, Bayonetta. I'm not stalking you. This time, at least. Look, I know you've got nothing but secrets. Hell, that goes for any woman, right? But if there's one thing I've learned in my line of work, it's when I found you, I found the story. What on earth are you on about this time? Don't act dumb with me. You know the story better than anyone. The Umbra Witches and the Lumen Sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. The clans of the Overseer, watching over us all with the eyes of the world, the power to govern light and darkness. But now I know that there really was an Overseer. And this Overseer is the one who created the eyes of the world for humanity, the same ones that the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator, the true god of the human realm, the god of chaos. The god of chaos? From what my research has told me, that god used to live right here in Noatun. That's why this place has gateways to each realm of the Trinity of Realities. La Porta del Paradiso, the doorway to heaven, and La Porta dell'Inferno. The real gates of hell. Listen, I heard about John. What the? Some squirrels get all the nuts. You're a lucky little fella, huh? Never took you for an animal lover, Bayonetta. What can I say? I took a liking to one of the locals. So he's your little tour guide, huh? Look, I know this isn't the time to chat. Let me see what I can find out to help you. Just don't stick your nose where it doesn't belong, Cheshire. Don't you worry about my nose. I can smell trouble when I see it. You just take care of yourself. So, und da hat mir dann auch Luca, auch bekannt aus dem ersten Teil, und war im ersten Teil, ja, und ist ja jetzt da eigentlich auch noch, ein Reporter, der im ersten Teil irgendwie vermutet hatte, dass Bayonetta für den Untergang der Welt irgendwie verantwortlich ist, weil sich das natürlich dann als falsch herausstellte, aber trotzdem war der uns immer dicht auf den Fersen. Oh, Miezekatze. Miezekatze? Ah, kann ich nichts mit Miezekatze machen, und wieso beten die hier eine Tür an? Oder eine Wand. Ich weiß es nicht. Manche Religion verstehe ich halt einfach nicht. So, hier scheint es nichts zu sein. Oh, da gibt's was. Und ja, was ich schon mal gut finde, meine HP haben sich wieder aufgefüllt. Sehr schön. Und ein Mega-Rosenlutscher. Der Mega-Lutscher, der die Energie erhöht und die Angriffskraft für längere Zeit verstärkt. So, wir können jetzt aber auch, bevor ich das jetzt mal wieder vergesse... Die neuen Waffen, sehr schön. So, und wie sieht es eigentlich mit meinen Items aus? Ah, habe ich noch 3 Kräuterlutscher und einen Megalutscher? Ja, das reicht. Da muss ich mir nichts Neues herstellen. Noch nicht. Hatte das jetzt nicht gespeichert, oder? What? Hey. Ich
bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. What the fuck? Indu kann man ja auch zwischen den Sets hier wechseln, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo. Ne, X ist nicht, auf X greife ich an. What? Ich bin jetzt richtig krass verwirrt gerade mal. Ach, wisst ihr, was wir dann einfach machen? Dann machen wir es einfach so. Dann habe ich es sicher. Oh, fuck. Die Katze weicht aus. Ach ja, stimmt. Ach nee, Quatsch. Das war bei Metal Gear Revengeance gab es auch, dass es die Katzen gab, die jeden Angriff auswichen. Genauso wie die hier. Ich erwische sie nicht. Ich will sie auch gar nicht erwischen, aber ich finde es trotzdem witzig. So, jetzt gucken wir mal nach Muspelheim. Was gibt's denn mal hier wieder? Für eine nette kleine Aufgabe. Ich muss aber trotzdem mal herausfinden, wo zur Hölle ich die Waffen wechsle. Denn man kann sich ja zwei Sets auswählen, aber... Ah, da geht's. Aha. Na gut. Dann kann ich ja eigentlich hier wieder auf Doppelknarren gehen. Oder besser gesagt, Vierfachknarren. So, und dann passt das auch wieder. Haben wir wieder mal was dazugelernt. Nice. Mhm. Gegnerische Waffen einsetzen. Klingt ja spritzig. Na dann gib her. So, gleich einmal noch bitte. Hopp, 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 hopp. Ich meine, das Geile ist halt, dass die gegnerischen Waffen wirklich so viel Damage machen, aber sie halten auch nicht lange, hä? Aber lange genug, wie es aussieht. Ja, das war es aber easy. Das war sogar verdammt easy. Natürlich eine Platin für diese meisterhafte Leistung. Oh, ich habe eine komplette Mondperle. Nice. Und dann geht's auch mal wieder zurück. So, dann ist aber gut. Dann kann ich hier gleich mal ein paar Kombos mit den Schwertern ausprobieren. Ja. Ist eigentlich, so wie ich das jetzt sehe, so fast dasselbe wie mit den Knarren, nur halt mit Schwertern. Will ich mich aber nicht darüber beschweren. So, gibt es hier oben vielleicht auch noch irgendwo irgendwas, wo man hoch kann? Ich sehe nichts. Hui, ein Gecko. Das kann ich nicht kaputt machen, aber das hier. Wo ich immerhin eine Mandragora-Wurzel dafür bekomme. Aha, wo geht's denn hier lang? Momentchen mal. Vorher das hier noch. Da vorne ist noch ein Buch. Aber das hier sieht mir schon wieder irgendwie so nach Kampfgebiet aus. Ja, war ja klar. Wer ist denn das jetzt wieder? Enrapture. Das Teil sieht irgendwie total ekelhaft aus. Deswegen muss es gleich mal weg. Oh, den habe ich mal schön aufgespießt, ne? Uppapapapa. Nö, nö. Hey, da ist schon wieder so ein hässlicher. Der hat irgendwas Fieses vor. Aber nicht wie mir, mein Freund. Und ich sehe nichts. Kamera. Upp, der will irgendwas machen, oder? Nee, doch nicht. Au, aber jetzt hat er was gemacht. Upp, 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 nö, nö. Schon wieder du. Na, komm her. Okay, das war wieder mal total Verschwendung. Wenn der Typ schon mit einem Schlag K.O. war. Naja. So, fand ich hier aber nicht gerade irgendwo noch... Ach, da sind sie. Paar Halos. Hier schätze ich mal, komme ich nicht drüber. Nein. Wer schreit denn hier so?
Ach, da hinten ist Loki schon wieder. Der macht hier so einen Krach. Aber was haben wir hier? Die Gesetze der Natur. Ein Erinnerungsfragment. Hier stehen Informationen zum Heiligen Berg und den Ruinen in der unmittelbaren Umgebung. Das sonderbare Gebäude am Fuße des Berges ist wohl als Kathedrale der Kaskaden bekannt. Hübscher Name, ne? So, aber bevor wir jetzt zu Luca gucken, will ich noch hier nach unten. Und bevor wir gucken, was überhaupt hier unten ist, ist diese Episode von Bayonetta 2 mal wieder zu Ende. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.